Der hat mir dann erzählt, wo die herkommt. Und er denkt so, das guckst du dir mal an. Ja, würde ich sagen, ratsch mit lang. Testen wir jetzt einfach mal. Last Christmas, I give you scrap up. Sie dampft jetzt auch tatsächlich schon eine Weile. Das ist jetzt nicht mein erster Test. Man sieht ja auch, in der Flasche fällt auch schon relativ viel. Ja, wenn die Kamera jetzt irgendwann mal scharf stelle, da fällt auch schon relativ viel. Also haben da schon ein paar Mal testet. Testete das mit meiner Paranormal 250C, mit meinem Wendy Vape Mesh RDA im Replay-Modus. Auf meinem Kanal JD Vapes habe ich auch vom Replay-Modus ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie man die Watte leer dämpfen kann und einfach ein bisschen die Vorteile aufgezeigt haben. Ja, Schnack mit lang, legen wir los. Also zu dem Red Bull Aroma kann ich echt sagen, das schmeckt richtig, richtig gut. Schmeckt jetzt aber in meine Augen nicht wie Original Red Bull, sondern schmeckt wie so ein Energy Drink halt schmeckt. Da hat's von beim Teddy hat's gäbe oder gibt's noch das Action und ich finde genau so schmeckt es. Aber bin erstaunt, also mir schmeckt es richtig gut. Und das Ganze ist eigentlich sogar noch richtig günstig. Man zahlt da 10 Euro für 100 Milliliter mit 3 Milligramm Nikotingehalt. Also kein System mit 120 Milliliter, wo man 20 Milliliter selber noch Nikotin auffüllen muss. Und das ist so fertig, so kriegt man das. Also Preis-Leistung. Ist auf jeden Fall richtig gut. Bloß ob das Ganze so legal ist, ich weiß es nicht. Vermutlich nein. Ich glaube nicht, dass da Red Bull irgendwie mit dem Boot sitzt. Oder Pepsi oder Sprite oder sonst was. Aber schmeckt uns gut. Was man sagen kann, ist vielleicht, es könnte ein bisschen intensiver vom Geschmack sein. Das ist ja so im Großen und Ganzen doch ein bisschen flach. Sollen wir die Watte noch schnell leer dämpfen? Watte Leerdämpfer im Replay-Modus funktioniert echt hervorragend. Ich kann jetzt so lange ziehen, bis einfach kein Geschmack mehr rauskommt, dann ist die Watte nahezu trocken.